So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch hier in meiner Outdoor Kitchen, also in Seidels Outdoor Kitchen und möchte euch ein ganz, ganz einfaches Gericht zeigen, wo du immer deine Gäste begeistern kannst. Hier, Roast Beef. Es gibt schon ein Video von mir, Roast Beef aus dem Backofen. Das ist so die klassische Methode in der Küche. Das Ganze geht aber natürlich auch auf dem Grill, weil ihr wisst ja, alles, was du auf dem Grill machst, kannst du auch auf dem Backofen machen und alles, was du im Backofen machen kannst, kannst du auch im Grill machen. Deshalb heute das Roastbeef vom Grill in der einfachsten Methode überhaupt. Ein tolles Stück Fleisch. Wir haben jetzt hier so circa 1,5 Kilo Fersen-Roastbeef. Wichtig, gut abgehangen und idealerweise Ferse, also weibliches Jungrind, weil wir da die meiste Zartheit im Fleisch eigentlich haben. Es darf ruhig ein bisschen Fett drauf sein. Wichtig ist, wenn Sehne drauf ist, und das befindet sich meistens hier oben, die Sehne, die machen wir weg. Aber das Fett, seht ihr hier nochmal schön, das Fett darf ruhig drauf bleiben. Wir würzen das Ganze im Prinzip nur mit drei Komponenten. Wir haben einen schönen groben Pfeffer, wir haben Salz und wir haben Senf. Damit würzt man das Ganze ringsrum. Und wenn wir das nachher auf den Grill legen, legen wir einfach noch ein paar Kräuter oben drauf, um Aroma an das Ganze dran zu kriegen. Dann kommt der Thermometer rein und wir warten einfach, bis es fertig ist. Das ist alles. Ich mache euch das Ganze mal einmal hier. Schön Salz drauf. Da darf auch ruhig ein bisschen mehr drauf. Pfeffer, da braucht nicht so viel. Senf, das klebt das Ganze auch noch schön ans Fleisch dran. Schön einreiben. Man kann sowas natürlich auch einen Tag vorher schon würzen. Dann in Frischhaltefolie einpacken oder ihr würzt es einfach morgens, wenn ihr es abends machen wollt. Einfach ein bisschen vorher schon, damit ihr schön Geschmack auch im Fleisch drin habt und nicht nur außen die Kruste. Wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, deswegen machen wir es jetzt so, dass wir es direkt auf den Grill legen. So, als Grill habe ich das Big Green Egg vorbereitet. Und zwar so vorbereitet, dass wir einen indirekten Bereich haben. Das bedeutet, wir haben hier den Rost. Und wenn wir jetzt in den Grill reingucken, sehen wir hier, ist der sogenannte Konvektor. Konvektor ist eine Platte, eine Schamottplatte, die die direkte Hitze von der Kohle vom Rost praktisch wegnimmt. Wir haben also nur indirekt, sprich das Gleiche, was ich in einem Backofen habe. Den haben wir uns jetzt eingerichtet auf ca. 130, 140 Grad. Und so kommt das Ganze jetzt in den Ofen rein, beziehungsweise in den Grill, mit dem Fett nach oben. Und zwar so draufgelegt, dass die Luft außenrum, also die heiße Luft außenrum zirkulieren kann, von oben praktisch auf das Fleisch einwirkt und das Fleisch so sanft gegart wird. So, wir werden jetzt mit einer Temperatur von ungefähr 140 Grad fahren und werden, damit wir auf Nummer sicher gehen, Thermometer reinmachen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt einen Thermometer mit Kabel, den könnt ihr einstecken und der piepst, wenn das Ganze fertig ist. Ihr könnt natürlich auch immer wieder mal nachmessen mit einem manuellen Thermometer. Der Nachteil ist, wenn ihr es vergesst und das Ganze zu heiß wird, dann habt ihr natürlich einen Fehler. Dann ist das Ganze zu weit und dann ist es vorbei. Oder ihr stecht rein, messt immer wieder und habt den Nachteil, dass euer Grill an Temperatur verliert. Bei so einem Keramikgrill spielt es keine so eine große Rolle. Arbeitet ihr auf einem Gasgrill oder arbeitet ihr auf einem ganz normalen Holzkohlekugelgrill, da macht es schon relativ viel aus, was ihr an Temperatur verliert, wenn ihr immer wieder aufmacht und guckt, aufmacht, guckt, aufmacht, guckt. Deswegen empfehle ich eigentlich, einen normalen Stichthermometer zu verwenden mit Kabel, weil da seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr den Stichthermometer einführt, müsst ihr aufpassen, dass ihr wirklich die Mitte trefft. Wenn ihr jetzt so ein schmales Stück habt und von oben reinstecht, dann kann euch passieren, ihr stecht nach unten durch und trifft nicht die Mitte und habt kein zuverlässiges Ergebnis. Deswegen steche ich in dem Fall einfach von vorne rein. Dann habe ich die größtmögliche Sicherheit, dass ich das Ganze wirklich in der Mitte habe. Ich stelle mein Thermometer so ein, dass ich auf 58 Grad ein Piepsen habe. Und dann nehme ich es raus und alles ist gut. 58. Und tschüss. So, wie sagt man so schön, was man nicht im Kopf hat, hat man in die Füße. Ich habe vergessen, die Kräuter drauf zu legen. Das wollte ich ja machen. Also holen wir es nach. Einfach die Kräuter, so wie sie sind. Ich habe jetzt in dem Fall
Majoran, Rosmarin, Thymian legen wir einfach drauf und die werden das Ganze aromatisieren. Das passiert relativ schnell, dass wir dieses Aroma durch die Wärme, die ganzen ätherischen Öle, die aus den Kräutern rauskommen, werden wir relativ schnell riechen. Und das macht Spaß, das ist gut. So, da geht es gleich hoch, 140 Grad schätze ich mal. Und dann, wenn er piepst, nehmen wir es raus und dann geht es weiter. Ihr habt das Roastbeef auf dem Grilligen gesehen, wie es fertig war. Jetzt haben wir es auf dem Brett ca. 10 Minuten ruhen lassen. Und bitte packt es nicht in Alufolie ein zum Ruhen lassen. Das haben wir früher gemacht, ist Quatsch. Lasst es weg. Alufolie ist nicht das beste Material. Lasst es einfach weg. Es geht so. Und so ein großes Stück kühlt auch nicht so schnell aus. Wenn er natürlich bei minus 10 Grad ein Roastbeef draußen macht, dann legt ein Tuch drüber und lasst es vielleicht nur 5 Minuten ruhen. Wenn es aber nicht ruhen lässt, läuft oft komplett der Saft weg. Es wird jetzt immer noch ein bisschen Saft weglaufen, aber wesentlich weniger, als hätten wir es gleich gemacht. So. Ich glaube, das haben wir doch schon mal ganz gut getroffen. Und wenn ich mir das so anschaue, super saftig. So darf das, denke ich, sein. Wenn er dazu jetzt noch kleine Drillingkartoffeln macht, kurz in der Pfanne geschwenkt, mit Rosmarin drin, eine kalte grüne Soße, Frankfurter grüne Soße, findet ihr garantiert ein geiles Rezept dazu, dann habt ihr gewonnen, dann habt ihr eure Gäste überzeugt und das Ganze schmeckt sensationell.